herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich sitze gerade schön gemütlich im Garten, habe die Zeitung gelesen und muss euch von einer Sache erzählen. Unfassbar gut, so geht Marketing. Also, ihr alle habt schon mal gehört, weil wir alle stehen ja insgeheim auf diese Verschwörungstheorie. Und eine Verschwörungstheorie, eine von vielen, ist ja, kennt ihr ja, Bielefeld gibt es nicht. Also die Stadt Bielefeld ist eine reine Erfindung, da gibt es also Geschichten noch und nöcher. Und genau diese Geschichte hat sich jetzt die Stadt Bielefeld, also die, die es wirklich gibt, zunutze gemacht und hat jetzt einen Preis ausgelobt. Und zwar, wer beweisen kann, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt, der bekommt 1 Million Euro. Und ich habe es gerade nachgelesen, mittlerweile sind schon 700 Beweise eingegangen, dass es die Stadt eben nicht gibt. Und am Ende wird die Frage sein, kann man eben beweisen, dass es eine Stadt nicht gibt, die es gibt? Aber das gehört wahrscheinlich zum Marketingkonzept, denn das Marketing geht natürlich super auf. Dieser Gag, den hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht nur von mir, sondern wahrscheinlich habt ihr den auch wohl schon woanders gehört. Es beteiligen sich nämlich nicht nur Bielefelder, sondern ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, aber eben auch in Europa und weltweit. Und die Stadt Bielefeld macht natürlich damit richtig was Richtung Image, Marketing und Bekanntheitsgrad. Also, es gibt was zu schmunzeln, es ist eine Win-Win-Situation und jetzt seid ihr dran. Jetzt will ich von euch natürlich auch hören, wer von euch hat denn einen richtig, aber wirklich einen richtig guten Beweis, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich kann leider nicht mitmachen, denn ich muss leider gestehen, ich war schon mal in Bielefeld. Ja, so ist das. Ich bin raus, aber vielleicht habt ihr was. Okay, das war's. Übrigens, zwei Fakten muss ich noch einfügen. Also, der Erfinder der Bielefeld gibt es nicht Theorie ist ein Herr Held. Und Herr Held, der hat mal in einem Interview erzählt, dass also die Idee dahinter ein Scherz war. Die waren auf einer Studentenparty, ich glaube in Kiel, wenn ich es richtig gelesen hatte. Und da hat jemand erzählt, ich komme aus Bielefeld. Und dann hat jemand anders gesagt, Bielefeld gibt es gar nicht. Und dann haben die auf der Party festgestellt, dass noch nie einer in Bielefeld war. Okay, soweit so langweilig. Wenig später waren sie auf der Autobahn und dann sind sie an Bielefeld vorbeigefahren, aber die Abfahrt war gesperrt. Und da ist die Idee entstanden, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Naja, und der Rest ist Geschichte. Irgendwie ist aus einem Spaß dann ja, so ein Internet-Hype geworden. Und jetzt, heute, kennt das irgendwie jeder. Und genau diese Person, die kümmert sich jetzt um diese Marketing-Sache für die Stadt Bielefeld. Also schon irgendwie witzig und manchmal steckt dann eben doch ein bisschen mehr hinter so einer Verschwörungstheorie, als man vielleicht zunächst denkt, aber vielleicht dann eben doch anders, als es ist. Und damit wir uns ganz, ganz sicher sind, ich war schon mal da, Bielefeld gibt's wirklich ganz sicher. So, ich bin raus. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.